Sarah Katharina Print, bin 32 Jahre alt, bin verheiratet, bin von Beruf Bankkauffrau, ein etwas spießigerer Job und komme aus Wentorf bei Hamburg. Ja, ich habe mir heute gedacht, also ich habe heute Morgen im Radio den Aufruf gehört und habe so gedacht, das ist ein Wink von oben. Und habe gedacht, naja gut, ich nehme mich mal selbst auf und gucke erstmal, wie höre ich mich eigentlich an. Ja, und dann war es eben einfach so, dass ich gesagt habe, ach ich weiß nicht. Und habe es mal in meine Familiengruppe gestellt und auch bei den Mädels rein. Und alle waren gleich so, Sarah, wenn nicht du, wer dann? Man muss dazu sagen, ich nerve alle meine Mitmenschen mit dem Mitsingen jedes Liedes, egal wo, egal ob im Radio, zu Hause oder in einem Einkaufsladen. Ohne Musik ist mein Leben gleich null. Also selbst verbotenerweise höre ich manchmal in meinem kleinen Sparkassenbüro ein bisschen Musik. Ja, also ich habe tatsächlich nach meiner Schule schon mal überlegt und habe mich auch mal bei Radio Hamburg beworben. Und es ist aber leider nie irgendwie dazu gekommen. Und ich denke, manchmal im Leben ist es einfach so, dass gewisse Dinge so kommen, wie sie kommen sollen. Ich habe meinen ganzen Mut heute zusammengefasst, stand an der Kreuzung, links ging es nach Hause, rechts ging es zu euch. Hab eben noch mal kurz im Auto gewartet und habe gedacht, ich bewerbe mich einfach. Und ja, ich brenne dafür. Ich höre euch jeden Tag. Also ihr seid immer an meiner Seite. Ja, ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, aber ja, Hamburg ist meine Stadt. Habe auch die Initiale von Hamburg. Nur mal als Zusatz. Und ja, habe irgendwie immer einen guten Spruch irgendwie auf den Lippen. Bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Ich glaube, das sollte man auch sein, wenn man viele Hörer begeistern möchte. Und ich merke gerade, dass ich mich irgendwie immer weiter in die Länge rede. Ja, habe, wenn ihr mich weiternehmen solltet, natürlich noch ganz viel zu erzählen. Habe auch einen relativ unnormalen Werdegang nach der Schule hingelegt. Und habe immer irgendwie für das gearbeitet und gebrannt, was ich mache. Ich liebe auch meinen Job, aber das hier wäre der absolute Kracher. Ich danke euch!